Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Michas Zockrunde, der vorletzten Ausgabe vor der Prüfungspause hier auf meinem YouTube-Kanal. Das heutige Spiel heißt Warp Drive. Es ist verfügbar für die Apple Arcade. Wir spielen es über den Apple TV dank der Aufnahmefunktion. Und ja, noch immer bin ich ein bisschen angeschlagen von der Stimme, aber im Vergleich zum letzten Mal geht das schon deutlich besser. In Warp Drive sind wir mit einem Flugkleidrennwagen unterwegs. Dieser ist komplett anpassbar. Ziel des Spieles, eine möglichst hohe Rennsiegserie zu erreichen. Dies passiert durch verschiedene Missionen und da steigen wir jetzt auch gleich ein in die erste. Wir müssen in der Zeit bleiben und eine Runde absolvieren. Im Ladebildschirm, welcher für ein Apple Arcade-Spiel ziemlich lang ausfällt, sehen wir es. Das Spiel ist komplett mit Controller spielbar, das heißt in meinem Fall den Xbox One Controller, aber auch PlayStation würde gehen. Die jeweilige Rennstrecke, auf der wir jetzt fahren, wird à la Mario Kart mit einem kleinen Introfilm vorgestellt und gezeigt. Der Zeitangriff ist der beste Modus, wo ich euch einmal die Steuerung des Gleiters erklären kann. Zunächst einmal, wir haben jetzt gerade eben einen Diamanten aufgesammelt. Mit dem Diamanten können wir einen Turboschub ausführen, wenn wir die entsprechende Taste drücken. À la Mario Kart können wir auch einen Powerdrift-Boost bekommen, gedriftet wird mit der linken Schultertaste. Der Name des Spieles ist Programm. Gelegentlich gibt es Punkte, wo wir uns hinwaben können. Hierfür müssen wir im richtigen Moment die A-Taste drücken. Die Grafik des Spieles geht in Ordnung, mehr allerdings auch nicht. Nun ist diese Strecke auch ein bisschen ungeeignet, auf die Grafik einzugehen. Wir werden dies in der nächsten Rennstrecke einmal machen. Haben wir die jeweilige Rennmission erfolgreich abgeschlossen, bekommen wir ein paar Münzen und können uns danach im Job ein paar zufällige Items uns kaufen, meistens in Richtung Anpassung. Wie es der Zufall allerdings so will, so bekommen wir hier jetzt eine Auswahl an Boostern, die uns ein bisschen helfen werden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das mit dem Triff-Bonus, dass wir einen längeren Boost bekommen. Die nächste Rennmission kann der Spieler immer selber auswählen. Zwei Missionen werden vorgeschlagen. Hier bei mir gerade eben zwei Wettrennen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und jeweils mal eine Runde und zwei Runden. Unterwegs sind wir jetzt auf der Rennstrecke Brockenpass. Wir müssen ein Wettrennen machen. Den zweiten Platz müssen wir mindestens erreichen, damit wir am Ende die Münzen bekommen. Ich wollte nochmal auf das Thema Grafik eingehen. Es ist ein bisschen im Call-Setting-Look meiner Meinung nach gehalten. Hier auf dieser Rennstrecke wirkt das dann schon mal ganz viel anders, als wir vorhin im Tunnel waren. Wir werden als drittes dann noch eine Wüstenstrecke sehen, damit wir hier auch noch ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Mit Hilfe des rechten Sticks können wir die Kameraposition mal um das Fahrzeug herumschwenken. Hier haben wir wieder einen Warp-Punkt. Mit dem Warp-Punkt können wir eine kleine Abkürzung, Fragezeichen, eventuell fahren. Ein weiterer Gameplay-Kniff. Setzen wir den Boost unter ein Metallgitter ein, so können wir einen alternativen Weg fahren.
Bevor wir weitermachen mit Michas Zockrunde, noch einmal der kleine Hinweis. Dies ist heute die vorletzte Ausgabe, bevor ich in die Prüfungspause gehe. Denn ich habe nämlich Ende November Abschlussprüfung meiner Umschulung, meiner zweiten Ausbildung. Und deshalb ist der Fokus natürlich darauf. Es gibt ein kleines Ersatzprogramm. Dienstag und Donnerstag läuft hier mein kleiner Zweischwanzfuchs-Tales mit einem Gameplay-Projekt Sonic Advance 2. Dieses wird automatisch freigegeben und so ziemlich Ende Oktober werdet ihr auch schon die Playlist sehen mit ganz vielen versteckten privaten Videos noch. So, jetzt geht es aber weiter mit Michas Zockrunde. Warp Drive ist heute unser Thema und da befinden wir uns jetzt in der Kaskadenschlucht. Und wir müssen mindestens Dritter werden in einem Viererrennen. Diese Rennstrecke jetzt hier ist im Wüstensetting gehalten. Das wirkt nochmal ganz anders als dieser mysteriöse, düstere Zauberwald, sage ich mal, von gerade eben. Das sieht schon hier wieder ein bisschen schicker aus, meiner Meinung nach. Ein weiterer Gameplay-Kniff. Wir können den Boost auch einsetzen, um uns an einen Gegner heranzusaugen und ihn zu treffen. Dies ist allerdings meiner Meinung nach nur bedingt hilfreich. So, da sind wir im Ziel und wir sind heute nicht nur im Ziel angekommen, sondern auch fertig mit der Ausgabe von Michas Zockrunde für heute. Das war sie, die vorletzte Ausgabe. In der nächsten Woche habe ich nochmal ein spannendes Thema vorbereitet. Und zwar habe ich meine Animal Crossing Insel überarbeitet und da blicken wir einmal passend zur Halloween-Zeit mit vielen Kürbissen einmal rein. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen, eine schöne Restwoche, euer Micha.